geht es ja eher selten, dass wir uns an dieser Stelle mit kompletten HiFi-Anlagen auseinandersetzen. Aber wenn man sie so mundgerecht serviert bekommt wie diese hier, dann verdient das durchaus ein bisschen Aufmerksamkeit. Die Zielgruppe für dieses System ist in erster Linie der Einsteiger in die HiFi-Welt. Der Hersteller hat sich redlich Mühe gegeben, auch weitgehend unbedarften Käufern ein schnelles Erfolgserlebnis zu ermöglichen. So gibt es zum Aufbauen und Anschließen der Anlage ein schönes YouTube-Video, das in lediglich 2 Minuten und 47 Sekunden erklärt, worauf es ankommt. Vorbildlich. Rega hat sein System One rein analog konfiguriert. Soll heißen, zum Lieferumfang gehören ein Plattenspieler als einzige Quelle, ein Vollverstärker mit Phono-Eingang und ein paar Kompaktlautsprecher. Wer CDs abspielen will oder gar streamen, der braucht zusätzliche Quellgeräte. So etwas wie eine Designerlösung mit gestalterisch aufeinander abgestimmten Komponenten ist das System One definitiv nicht. Der Plattenspieler ist ein altehrwürdiges 43 cm Gerät, der Vollverstärker ein minimalistischer 18 cm breiter Quader, die beiden Lautsprecher eher schmucklose dunkelgraue Kompaktmodelle. Der Tonabnehmer ist ein erstaunlich guter Klassiker von Audio-Technica. Die Kite ist eine gute Zwei-Wege-Box mit 125 mm Bass. Der Ständer verhilft dem Lautsprecher zur korrekten Ausrichtung. Gegen das im Spritzgussverfahren hergestellte Gehäuse ist absolut nichts zu sagen, weil Rega konsequent für Stabilität sorgt. Klanglich tut das System One genau das, was die Zielgruppe erwarten dürfte: knackig und emotionale Musik machen. Der Sound lebt von einer willkommenen Direktheit und verleiht Stimmen ordentlich Drive und Inbrunst. Das analoge Flair ist da, Langeweile bleibt draußen. Toll.